Liebe Leute, Bezrat Hashem, machen wir heute den Shiur Lerefuat David ben Avital Veriva bat Bracha und Bishar Kol Chole Amo Yisrael, Amen ve Amen, Refuat Shlema. Schönen guten Abend, heute haben wir Parashat Shlach, eine sehr, sehr, sehr lehrreiche Parasha, von der man viel, viel lernen kann. Es steht geschrieben, gleich am Anfang, Shlach lecha anashim, schicke Leute, und es steht nicht einfach schicke Leute, schicke dir die Leute, Shlach lecha anashim. Warum lecha? Warum steht gerade lecha? Ma pesher adavar, ma luz heißt das heute. Sagt der Talmud im Sota, im Traktat Sota, dass, warum, die fragen dort, dort gibt es eine ganze Diskussion, warum gerade Kadosh Baruch Hu gesagt hat zu Moshe Rabbeinu, Shlach lecha anashim, schick für dich, für wen sonst? Worum ging es überhaupt? Das Volk steht kurz davor, nach Israel reinzukommen, ja, ins gelobte Land, was dem jüdischen Volk gehört und kein anderen Volk. Israel gehört dem jüdischen Volk. Das ist der heutige Beweis von der Parasha, von unserer Torah, die in front of Millionen von Menschen gegeben wurden, im Gegensatz zu anderen Religionen, dass es beruht und basiert auf einer Person ohne Bezeugung. Und wir stehen kurz davor, das Volk, das jüdische Volk steht kurz davor, nach Israel reinzukommen. Und bevor sie reinkommen nach Israel, sagt der liebe Gott zu Moshe Rabbeinu, wenn du willst, schicke Leute, weil es kamen Leute zu Moshe und sagten ihm, wir wollen Israel auskundschaften. Als Touristen. So steht es geschrieben, Shlach lecha anashim, ve'yaturu et eretz kanaan. Was heißt ve'yaturu? Ve'yaturu ist das, das Wort von Tayar, Tourist. Wir möchten auskundschaften, diesen Ort. Also, was lernen wir daraus? Dass die Entscheidung, dass Leute geschickt wurden nach Israel, um es auszukundschaften, war nicht von dem lieben Gott. Weil wenn es seine Entscheidung wäre, wenn er es entschieden hätte, dann hätte es geheißen, Shlach anashim, schicke Leute hin, nicht schicke dir. Wenn er sagt, schicke dir Leute, was will er damit sagen? Der Rashi sagt, wenn du willst, schick, hat ihm Gottes Baruch gesagt. Ich sage, es ist unnötig. Aber wenn du willst, schick. Frage ist ganz, ganz offen. Er sagt, was meint er damit, dass er sagt, wenn du willst, dann schick Leute dorthin. Was hat das, hat damit Moschee eine Entscheidung, sozusagen, hängt das von Moschee ab, ob es geschickt wird oder nicht? Nein. Von wem hängt das ab? Von Gottes Baruch ab? Es sieht aus, als würde es von Moschee abhängen. Weil er sagt, wenn du willst, dann schick, sagt er Moschee. Was, seit wann entscheidet Moschee? Du entscheidest ja, lieber Gott. Das ist die Frage. Und der liebe Gott sagt, erst recht, er sagt, ich habe euch gesagt, dass dieses Land für euch perfekt ist. Eretz Zavat Chalav Udvash, wo Honig, Milch und so fließt. Was Kadosh Baruch Hu gesagt hat, für euch ist dieses Land Israel perfekt. Alles, was ihr braucht, findet ihr dort. Wer hat das gesagt? Derjenige, der sie von der Sklaverei befreit hat, vor allem derjenige, der sie erschaffen hat, derjenige, der sie 40 Jahre in der Wüste trägt auf Wolken, Wüste, 50, 60 Grad Hitze. Ja? Und dort hat es immer ein Frühlingswetter gegeben, in den Wolken drinnen, Klimaanlage, nonstop. Alles war perfekt. Und das hat man gesehen auf alltäglicher Basis. Wunder auf Wunder auf Wunder auf Wunder. Wenn er sagt, dieses Land ist gut für euch, es ist das Beste, was für euch passt, gibt es noch Zweifel und ihr wollt sagen, wir wollen Leute hinschicken, damit sie Auskunft schaffen, dieses Ort, weil es leben ja Völker dort. Er sagt ihm Folgendes. Es steht in der Tora geschrieben, im letzten Buch Moses,
Re'e natan Hashem Elokecha lefanecha et haaretz. Sieht, her und schaut, das Lied der liebe Gott vor dir dieses Land Israel gegeben hat. Jetzt geh hin, also steig rauf Richtung dieses Land und nicht erobern, nicht besetzen, so wie man es heute Frechheit sagt, sondern alle resch. Maze resch, tirashetze. Tirashetze jeru, scha, Erbe. Du kannst jetzt deinen Erbe entgegennehmen. Wir haben, das Volk Israel hat es weder gestohlen, noch hat jemanden vertrieben, nichts. Es wurde vor über 3000 Jahren von dem lieben Gott an dem jüdischen Volk vererbt. Bis dahin haben die Vorväter dort gelebt und so weiter. Aber dann in der Zwischenzeit haben andere Völker gelebt, das stimmt. Aber es gehört, der Eigentümer ist das jüdische Volk. Und Kadosh Baruch Hu, der Eigentümer von der Welt, sagt, jetzt ist die Zeit, wo ihr es erben könnt. Und er sagt, Re'e natan Hashem Elokecha lefanecha et haaretz. Er gab dir dieses Land. Ale resch. Resch bedeutet, ist vom Wort Lirash. Lirash ist vererben. Geh und vererb dir das. Hol dir dein Erbe. Al tira ve al techat. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich bin da. So steht es geschrieben. Kadosh Baruch Hu, der liebe Gott, sagt dem jüdischen Volk. Versteht ihr meine Aussprache nicht, sagt er. Ale resch. Was bedeutet allerisch? Ich steige, also geh hin und hole es dir. Was? Was dir schon vererbt wurde. Das habe ich schon aus. Das ist schon von Anfang an, das ist schon im Dokument für euch. Von Anfang an noch vor allem. Vor allem, vor alles, vor Mitzrayim, vor mit Abraham. Haben wir gemacht Vertrag. Das ist euer Land. Das heißt, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Vielleicht ja, vielleicht nein. Rückgaberecht, 4 Wochen mit Rechnung und Etikett nicht reißen, ungetragene Schuhe bitte zurückbringen. Ohne Reklamation, das ist eure. Kennst du das in Bila? Bitte Retourkutsche sofort nachzählen, spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Kennst du das? Genau so. Es gibt keine Reklamation, weil das habe ich schon entschieden, das ist für euch aus. Deswegen war das nicht die Entscheidung von Kadosh Baruch Hu. Er sagt, von mir aus ist schon alles erledigt. Von meiner Sicht, sagt Kadosh Baruch Hu, ist alles erledigt. Das Land ist perfekt für euch. Deswegen streiten alle für das Land. Habt ihr gemerkt? Die wissen, was dort abgeht. Alle Völker wissen, dass das jüdische Volk dieses Land vererbt hat mit Jerusalem. Komplett! Laut Torah ist überhaupt Israel viel größer. Ein Teil von Türkei, ein Teil von Syrien überhaupt. Wenn man laut Torah geht, dann sicher viel größer. Nur, wir warten auf Moschee, er wird alles erledigen. Er ist ein fetter Geografiker. Ich habe gehört, dass wenn Moschee kommt, wird in ganz Israel sein. Ja, ganz genau. Deswegen heißt es auch Eretz Zvi. Israel wird genannt auch das Land des Rehs. Warum Reh? Zvi? Ist ein Reh oder Hirsch? Weil das überall sind? Das Reh, ah? Weil die überall sind? Nein. Die Haut von diesem Tier neigt dazu, sich zu dehnen, ist sehr, sehr dehnbar. Und deswegen, sobald Mashiach kommt, wird sich ganz Jerusalem auf ganz Israel aufdehnen und das ganze Land Israel wird auf die ganze Welt sich ausdehnen. Es wird geben ein Land und eine Hauptstadt. Es versuchen jetzt ja, es gibt Leute, die versuchen jetzt eine Armee, eine Regierung für die ganze Welt aufzubauen. Sollen versuchen, die können versuchen. Dann Mashiach kommt und sagt, schau, es geht einfach so. 1, 2, 3, so geht das. Tschüss. So wird es einfach auch schon. So wird es auch schon. So steht es geschrieben. Das ist keine Erfindung. Das sagt der Prophet und. Okay? Und von der Sicht von dem lieben Gott sagt, du, das Land ist felsenfest, bombastisch für euch. Mehr als das kann man schon explodieren vor lauter gute Sachen. Er sagt, es braucht nichts zu ändern, nichts zu machen. Wenn ich sage, alle resch, wenn ich sage, geh hin und hol dir dein Erbe, dann ist das schon deins. Da gibt es keine Reklamation. Es kann nichts Böses sein für dich. Es kann doch nichts Böses auf dich warten. Was sagt uns das? Was lehrt uns das? Warum haben die trotzdem so gehandelt? Er sagt, was verstehen wir daraus? Er sagt, wahrscheinlich
wenn das jüdische Volk damals, die was gehen wollten, sich etwas mehr auf den lieben Gott und seine Versprechen verlassen hätten, dann hätte man diese 10 Leute nicht dorthin schicken sollen. Dann wäre es nicht nötig gewesen, Leute nach Israel zu schicken, um das Land zu erkunden. War nicht nötig, wenn die mehr Kadosh Baruch Hu vertrauten. Das heißt, was sehen wir von dieser ganzen Geschichte? Was sehen wir von dieser ganzen Story? Von diesem Punkt sehen wir, wenn Kadosh Baruch Hu gesagt hat, es ist alles okay, also das passt für euch, dieses Land ist genau für euch, für eure Mentalität, für eure Triebe, für eure Mitzvot und so weiter und so fort. Das passt für euch ganz genau. Und wir versuchen trotzdem, unsere Initiative reinzubringen. Dann mangelt es an Vertrauen und Glaube an Kadosh Baruch Hu. Glaube das, was uns versprochen hat. Kadosh Baruch Hu sagt ihnen, wir haben Angst. Warum habt ihr Angst? Ja, vielleicht müssen wir Krieg führen mit dem Volk, mit den Völkern, was dort leben. Kadosh Baruch Hu sagt, ich mache alles. Steht geschrieben, Hashem yilachem. Er sagt selber zu Moshe, sagt an dem Volk, Hashem yilachem lachem, ve'atem tacharishum. Ich werde für euch kämpfen, ich werde für euch, was ist, ehrlich jetzt, haben wir irgendwo in einem Krieg Gott stehen sehen? Was heißt dir, Hashem yilachem lachem? Das ist leichter gesagt als getan. Kadosh Baruch Hu sagt, ich bin hier, ich mache das. Alle Völker, ich kümmere mich darum. Ihr sollt nur eure Emunah aufbauen, denn auf die Emunah und auf die Sicherheit, dass du dem Kadosh Baruch Hu vertraust, was er sagt, basiert die Existenz in Israel. Je mehr man das Judentum in Israel verdrängt, desto mehr Probleme kommen. Warum? Es Schutz geht langsam weg. Also sage ich, beschütze euch, keine Angst. Takshiru Tov Makara, was passiert ist, wenn man nicht, Hindernisse man sich selber auf dem Weg, auf dem Lebensweg aufstellt, wenn man nicht genug Kadosh Baruch Hu vertraut und das, was er gesagt hat. Er hat ihnen das gesagt, er hat ihnen versprochen, dass es nichts passieren wird. Sie werden reingehen, alles übernehmen, was ihnen gehört und fertig. Trotzdem sagten sie sich selber, nein, wir wollen selber. So haben sie gesagt, wir wollen selber im natürlichen Wege. Mit Waffen, mit Technologie und das, mit Strategie und so weiter. Mal schauen, was man machen kann, dann schauen wir weiter. Ne? So war ihr Gedanke. Und das war eigentlich die Aussage von Kadosh Baruch Hu an Moshe. Er sagt, du, ich habe meinen Teil gesagt, ich habe meinen Teil erfüllt. Wenn du willst, ich habe meinen Teil erfüllt. Wenn du willst, schicke. Wenn du nicht willst, dann schicke nicht. Das geht mit so. Das ist Shavela Bolashio. Wenn du willst, schicke nicht. Aber ich habe dir gesagt, brauchst du nicht schicken. Kadosh Baruch Hu sagt ihm das. Das Verrückte daran ist, der Zichron Meir sagt was ganz, ganz Besonderes. Takshivu Tov. Das Volk Israel in allen Generationen seit dem Auszug aus Ägypten, Takshivu Tov, alles was Kriege angeht, alles was zu tun hat mit dem jüdischen Volk, niemals hat das jüdische Volk oder das jüdische Militär die Feinde, also die Leute, die sie bekämpft haben, niemals im natürlichen Wege gewonnen. Niemals. Wenn wir alle Geschichtsbücher aufschlagen, 6-Tage-Krieg, Golfkrieg, Yom Kippur-Krieg, alle Kriege, die waren, und wir genau forschen, was wie vorgefallen ist, wir denken, oh mein Gott, wie gibt's das? Wie gibt's das? Du siehst richtig, Kadosh Baruch Hu hat überall seine Finger im Spiel. Tak, 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 und schaut alles. Überall. Ich habe von Hamas, die was die Raketen abfeuern, die ganze Zeit, bei jeder Operation, wo sie Raketen schießen, schicken zum Beispiel, was weiß ich, 3.000, 4.000, 5.000 Raketen. Davon, er sagt,
Alle, die Araber sagen, die Hamas sagt selber in Al Jazeera, im Fernsehen haben die gesagt, wir haben sehr moderne Waffen von Iran, von Syrien. Und das sind Waffen, die, wenn ich sage, Rakete, Schwedenplatz, Eissalon, Gelateria, neben U-Bahn, dann kommt die Rakete dorthin. Das bewegt sich nicht. Das ist Technologie. Heute geht alles digital. Du gibst ein, so wie Waze, so wie Google Map. Du gibst Adresse und der schickt schon hin die Rakete. Und trotzdem, die Rakete fällt immer auf offenem Feld. Und was haben die gesagt? Takshivuto, sogar die Hamas-Legim sagen das. Ihr Gott steuert die Raketen ins offene Feld. Kacha. Die haben das auf Arabisch gesagt, damit die das verstehen. Und es war unten auf Englisch. The missiles go in open areas, open places. Ishak. Ja. Ja. Was sind wir ein Volk? Warum ein Volk? Nein, das ist interessant. Aber ist schön, es gefällt mir. Aber warum hast du gesagt Wunder? Interessiert mich. Weil wir leben nur durch Wunder. Warum lachst du? Es stimmt. Schau, warte kurz. Aber ist das gut oder nicht? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Perfekt, bitte. Das ist nicht gut. Ich sage dir, warum. Nein. Nein. Das war die Falle hier. Nein. Das stimmt, aber das ist nicht jetzt. Das hat nichts. Das hat keinen Zusammenhang mit dem. Du hast Wunder erwähnt. Ich sage dir, warum. Merkt euch eine Regel. Den Vertrauen an Kadosh Baruch Hu kann man nicht durch Wunder sich aneignen. Das geht nicht. Emunah, Glaube, Vertrauen an Kadosh Baruch Hu, muss man sich erarbeiten. Das kannst du nicht sagen, okay, geben Sie 20 Decker Emunah. So, das geht so nicht, das kauft man sich nicht im Geschäft. Das muss man sich aneignen, echt, wie tagtäglich. Tagtäglich, sagen wir schon mal. Er sagt im Schlachtchanaschim, was ist geschehen? Wisst ihr überhaupt, wer diese Leute waren am Anfang? Sie gingen als Touristen und kamen als Spione zurück. Kennt ihr ja die Geschichte. Aber was für Menschen waren das, die gegangen sind? Das waren, wisst ihr, welche Leute das waren? Wer das Volk Israel nach Israel reingebracht? Mir oder der? Mir ist der Am Israel. Der Dienst, Nachfolger von Moshe. Wie ist sein Name? Renga. Maria? Jaffe, Mishua Binun. Er war auch von der Partie, wisst ihr? Von diesen 10 Leuten, die was gegangen sind. Er war auch dabei. Er war so dabei. Er ist dann bei Hebron, hat er Stopp gemacht, sind weiter. Aber die sind gegangen als eine Gruppe zuerst. Und die wurden nach gerade aufgerufen in der Tora. Lemate Rovem Shamo Ben Zako, Lemate Shimon Shafat Ben Chori, Lemate. Ken? Haben wir gelesen, am Samstag gelesen. Und Joshua Binun, der, was das Volk Israel reinbrachte, kam an 5. Stelle nach seinem Grad. Das heißt, wir verstehen, wenn Joshua Binun zwischen denen war, dann waren das bombenwichtige Leute. Das waren richtige Tzadikim, Leute mit einem geistigen Ebene, die unbeschreiblich ist. Wie kann es sein, dass diese Leute, die so heilig und so korrekt sind und so gerechte Menschen sind, zurückkamen mit einem riesen Paket voller Lashon Hara über das Land Israel und über die Leute. Es gab einen großen Rabbiner in Amerika. Sein Name war Rabbi Moshe Feinstein, alav shalom. Er war sozusagen der Rabbi Ovadia Yosef von den Ashkenazen in Amerika. Er war was ganz Besonderes. Und wisst ihr, wie besonders, wie heilig er war, wie Leute ihm angesehen haben? Eines Tages hat er gegeben ein Frühstück nach Gebet. Und man hat gegeben, der große Rabbiner kommt und möchte sich selber Milch einschenken. Frühstücken sie nach dem Gebet. Und dort standen 2 verschiedene Packungen Milch. Beide kosher, beide mehr drin. Takshivu to, was passiert ist. Er möchte sich Milch nehmen, der Rabbi Moshe Feinstein. Er möchte sich die Milch nehmen. Er macht so, hebt auf.
und stellt wieder hin und nimmt die andere Milch und schenkt sie sich ein. Checkst du schon? Alle Leute sehen das. Sofort am nächsten Tag, Rabbi Moshe Feinstein hat diese Milch aufgehoben und nicht getrunken, hat die andere genommen. Diese Milch ist problematisch, wir müssen diese Fabrik kontrollieren, ab jetzt diese Milch nicht kaufen. Warum? Rabbi Moshe Feinstein hat gesagt, der Fabrikant von dieser Milchfabrik in Amerika ist schockiert und Probleme. Quadratisch muss mit ihnen reden, was ist passiert? Warum haben Sie etwas bei mir etwas gefunden, meine Fabrik, dass irgendwas nicht koscher ist? Ach, Khalil, was habe ich getan? Ich habe nichts gesagt. Nein, weil Leute haben gesagt, dass sie gesagt haben, dass die Milch nicht mehr zu kaufen ist. Wer hat das gesagt? Ja, der hat gesagt, bringen Sie zu mir. Ich habe euch das gesagt. Kudra, wir haben gesehen, wie Sie an dem Tag die Milch aufgehoben haben und wieder hingestellt haben und die andere Milch genommen haben von der anderen Firma. Weißt du, was er gesagt hat? Was kann das sein? Er sagt, die erste Packung war leer. Ja, das ist eine lustige Geschichte, aber schaut, wie die Leute ihn angesehen haben, den Rabbiner. Die haben von einer Bewegung verstanden, wenn er so gemacht hat, dann ist was, okay? Weil er gestorben ist, musste man ihn nach Israel bringen. Er ist genau gestorben vor Purim. Er ist vor Purim gestorben, oder Erev Purim war das, Shushan Purim. Und es war irgendwas mit Tanit Esther. Und man hat ihm sozusagen keine Freigabe gegeben, zu begraben, die israelische Polizei in Israel. Weil Rav Moshe Feinstein, seine Levaya, das beginnt in Ben-Gurion, im Flughafen, und geht zu Fuß bis Nevek. Das kommen tausende Hasidim, tausende, und alle Straßen gesperrt, und die Polizei wusste das. Und zusätzlich wäre Purim gewesen, Purim, kennen? Zusätzlich wäre Purim gewesen. Und die Polizei hat gesagt, nein, ich bringe ihn nach Purim, nach Israel. Am Endeffekt ist so passiert, Takshivu Tov, was passiert ist. Die Leute haben angefangen zu beten, zu weinen, man darf ja nicht lange den Verstorbenen halten, man muss sofort begraben. Stellt euch vor, Purim in Israel, an dem Tag, wo alle Festivale vorbereitet wurden, damit alle auf die Straße gehen, Purim ist in Israel so. An dem Tag, von in der Früh, begann es wie von Kübel zu regnen. Wann hat es aufgehört, also der Regen? Nachdem der Rav beigesetzt wurde, hat der Regen aufgehört und Sonne kam raus um 30 Grad. Hat gedeckt, so heilig war er. Und er sagt, wie kann es sein, dass solche Tzadikim so einen Fehler machen konnten, fatalen Fehler, gehen, sich auszukundschaften, obwohl sie nicht mussten, weil Kadosh Baruch Hu es versprochen hat, dass alles in Ordnung ist, dass alles genau so ist, wie es ihr braucht. Trotzdem haben sie entschieden und sind gegangen und sind zurückgekommen mit Lashon Hara über das Land Israel. Man darf nicht ein schlechtes Wort über das Land sagen. Da ist unheißlich, ich will nicht. Sula geht es. Das ist das Sula geht es. Auf Kern, aber warum ist das nicht gut? Ein Leusko. So steht es geschrieben. Diejenigen, die sagen, trotzdem. Nein. Darf ich dir was sagen? Hier sind die Menschen nicht besser. Ein Jude bleibt ein Jude. Er hat einen guten und einen bösen Trieb. Deswegen ist dieses Volk besonders. Besonders, man sagt ja, mit der Chuzpe. Warum mit der Chuzpe? Weil wir jetzt Yetzer Hara haben. Schau mit den anderen Völkern, haben eine Ordnung. Bei denen 18 Uhr ist 18 Uhr Geschäft zu. Bitte, ich mache Schnulle, ich schlafe nicht, das tut mir leid. Bitte, ich werde nicht schlafen. Ja, tut mir leid. So. Bei denen Ordnung ist Ordnung. In Israel. Kapara, aftach, lieber, schein, sich mutzel. Keine Sache, keine. Kommst du rein? Das ist schon der gute Trip. Böse Trip ist wo? Bei dem Anstellen. Du kommst nicht, warum kommt dein Tabini mal, Boro? Hallo? 20 Stellen gehen vor und kaufen. Keiner sagt ihm was. Auf der Straße, wie fährt man dort? Ich weiß nicht, ich fahre nicht in Israel. Ich fahre ungern, sehr ungern. Du kannst nicht fahren dort. Wenn du das neue Führerschein vergisst, nach 20 Jahren komm nach Israel fahren. Beter, weißt du, es gibt Winker, Blinker. Was? Nur gut machen die alle. Warum? Weil hohe Strafe ist. So,
Sehr hohe Strafe, kann auch Führerschein kosten. Sehr streng, ja, was das betrifft. Mhm. Wenige Stunden, weil die israelische Polizei weiß, man kann sich nicht mit dem Fahrer verhalten, wenigstens macht, da werden wir Druck machen. Damit, wenn ein Unfall baut, dann überlebt ihr. Auf dem Weg nach Yam HaMelach gibt es beim Runterfahren, Leute mit dem Nasatenpan, beim Runterfahren, Toten mehr. Mhm. Bei jeder Kurve gibt es urviele Gedenkschilder. Urviele, Unfall da, Unfall da, alles junge Leute, Punkt so, da, da, da. Das waren besondere Menschen. Rabbi Moshe Feinstein sagt Folgendes. Er gibt die Antwort auf die Frage, wie kann es sein, dass solche heilige Menschen so eine Sünde gemacht haben, so tief gesunken sind. Er sagt, dass die mangelnde Emunah von den Spionen kam von wo? Von wo kam dieser Mangel? Von wo? Ich glaube, es gab keinen Mangel. Die wollten nicht arbeiten. Er sagt, es gab einen Mangel. Aber Schamatik, die wollten in der Wüste bleiben, weil die dort Torah lernen. Und in Israel mussten die arbeiten. Die wollten nur Torah lernen. Es gibt noch eine Vision, die sagt, die wollten nicht ihren Posten gewechselt haben. Weil die wussten, es wird Neuwahlen geben, die werden nicht mehr Stammesführer sein und so weiter. Aber das ist noch ein Schiur, über den wir diskutieren können. Aber hier kommt es an. Wir denken mal davor, bevor sie einmal die Info haben, was passieren wird. Sie sagen, wir wollen hin. Wie kann es sein? Kadosh Baruch hat gesagt, es wird nichts fehlen, keine Sorge. So über Shiduchim. Das Beste ist, kannst du meine Tochter füttern? Was denkst du, Volkhofer? Komme ich zum Spaß? Mir ist langweilig. Was denkst du, ich komme... Was würde ich sagen? Nein? Würde ich sagen, nein? Auf keinen Fall, also soll selber arbeiten. Ich unterschreibe, gestern hatten wir eine Hochzeit. Ja, wir haben Hochzeit gespielt. Ja, der Rabbi Minhof hat die ganze Ktuba übersetzt. Das war fantastisch gestern. Er sagt, ja, wir haben vergessen, du musst das auch machen für sie. Das musst du auch machen. Das auch. Und alle lachen dort, Chupa. Die Ktuba ist ein Dokument, die Chachamim sagen, wenn der Mann gewusst hätte, was er unterschreiben würde, würde er nicht unterschreiben. Alles, was er für sich verpflichtet. Das vergessen viele. Die glauben, nur wichtig ist die Zahl. Für wann? Wenn man sich scheiden lassen. Raketa, konzentrier dich auf deine Pflichten. Den Mann meine ich, ja? Und das ist Fehler vieler Leute. Jedenfalls, er meinte, die hatten Mangel an Emuna. Was war der Mangel? Er sagt, merkt euch eins, liebe Kinder, er sagt, die Emuna kam ihnen nicht eben geschenkt. Die Emuna haben sie sich nicht erarbeitet. Die Emuna haben sie sich nicht angeeignet aus Anstrengung. Sie kamen sie durch was, wie du gesagt hast, aus Wunder. Weißt du was, willst du so Schabbat halten? Wenn ich jetzt sehe, Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu hier Fußball spielt, ich werde Schabbat halten. Eine Künstlerin hat es mit 16 Jahren zur Meisterin im Klavierspielen gebracht. Sie hat Diplom gemacht, das, Dirigenten und so weiter. Klavier. Und jetzt alle wollen kommen, sie gratulieren, dass sie die Nummer 1 Klavierspielerin ist. Sie hat eine Urkunde bekommen vom internationalen Musik, Jingabunga, und dass sie jetzt die beste Musikerin ist im Klavier auf der Welt. Sie macht Ausstellungen, alle kommen zu ihr und alle, auf einmal kommt einer. Bist du diese, was da steht? Ja? Ja, ich bin das. Bist du wirklich so gut? Nein, das ist Poster. Sicher bin ich so gut. Zeig, spiel. Jetzt, wenn jeder kommen würde, sagen, Spiel. Und jetzt wird Spiel fehlen, damit man beweisen muss. Was hat sie stattdessen? Urkunde. Das schau, das beweist, dass ich spielen kann, du Vogel. Kadosh Baruch Hu sagt, ich soll die Wunder machen? Du willst Wunder, damit du an mich glaubst? Ich habe die Tora, das ist meine Urkunde. Schau hier rein, das reicht schon. Ich muss für dich noch Wunder machen.
Allein, dass der Mensch sagt, er soll mir Wunder machen, ist schon 1, 2, 3 Sekunden schon ein Wunder geschenkt. Dass er atmet, dass er riecht, dass er denken kann, überhaupt. Ein IQ. Das ist genug Wunder. Und diese Leute waren zwar sehr, sehr hoch, aber sie haben ihre Emunah nicht durch Strapazen ergattert. Im Leben, wie kann man diese Emunah sich aneignen? Bereit sein, es durchziehen, wenn Situationen auf dich zukommen. Du machst dir Sorgen, wie wird das sein, wer mit der Wohnung Miete zahlen und da so Kredit, wie machen wir das alles? Hallo? Du machst das? Was nützt das? Wir machen uns Sorgen. Machshavot tovot mesaleket ha-daga. Gute Gedanken, sagt der Rebbe, Rabbi Milubavitch, gute Gedanken verscheuchen die Sorge. Denk gut, es wird immer gut sein. Warum? Machshava molida metziut. Der Gedanke erweckt die Realität. Durch dein Gedanke, was du denkst, wird zur Realität. Woher wissen wir das? Es gibt Energetiker. Es gibt eine sehr, sehr, sehr schwere Aura. Zum Beispiel, es gibt einen Raum, einen Friseur, einen Supermarkt, egal wo du hingehst, du kommst dort rein, du spürst auf einmal von den Mitarbeitern, die so mit einer sehr, sehr schweren Energie herumlaufen, du kommst rein, du denkst, oh mein Gott, ich will raus von da, ist es irgendwie, ich fühle mich irgendwie komisch und so weiter und so fort. Das ist diese negative Einstellung, negative Gedanken, diese Sorge, die einen Menschen down macht und er spuckt es dann sozusagen aus seinem Körper hinaus und jeder, der vorbeigeht, und in den Menschen die Augen sieht, hat schon automatisch eine Verbindung. Warum steht geschrieben, dass man einen zornigen Menschen nicht in die Augen sehen darf? So steht geschrieben. So ist der Kelo bei einem. Sobald er seinen Zorn auslässt, darfst du mich in die Augen sehen. Wisst ihr warum? Er steckt sich mit dieser Energie an. Oh, automatisch. Ist sozusagen, so schreibt die Ethiker schreiben das, die Chachamim sagen, automatisch, wo du zornig wirst, geht deine jüdische Seele teilweise hinaus und es kommt eine nicht-jüdische Seele, also eine Götzendienerseele in die hinein. Warum? Es steht Kola Koes, Kelo Oved, Avodah Zara. Jeder, der zornig ist, als würde er Götzendiener sein oder Götzendiener in dem Moment. Das heißt, es geht ein großes Teil von seiner jüdischen Seele und kommt eine nicht-jüdische Seele hinein, eine negative Seele, die negativ ist. Ja? Und dann schaust du ihm in die Augen. Und diese Negativität kann dich anstecken, kann dir schaden. Muss nicht sein, dass du jetzt auch so einer bist wie er, aber es kann schaden. Es kann eine negative Aura geben. Das heißt, wir lernen davon, dass ein Gedanke einen Einfluss hat auf den Nächsten, auf die Umgebung. Immer wenn wir gut denken, es wird schon, alles wird gut. Er hat uns, Kadosh Baruch hat uns bis jetzt hergebracht, er wird uns weiterhin führen. Ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit einem Jungen, der ein bisschen Probleme hat mit der Emunah wegen Geld. Und er sagt, ich möchte weit im Leben kommen. Deswegen habe ich jetzt ein Geschäft aufgemacht, ich muss leider Schabbat arbeiten und so weiter und so fort. Und er war viel aktiv für uns. Und ich sage ihm, wer garantiert dir, dass du weit kommen wirst? Wer garantiert das? Ich möchte morgen für meine Familie sorgen, ich will Familie gründen, aber wer garantiert dir, dass du Familie bekommen wirst, dass du Kinder bekommst? Wer garantiert das? Wer kann dir das garantieren? Weißt du, wie viele Leute ich kenne, die nicht einmal die Hälfte haben? Die haben Geld, die haben Haus, aber die können keine Frau finden, können keine Kinder bekommen. Es gibt so viele, leider so viele, wir sehen heute. Ganz genau, ganz genau. Sobald du dich distanzierst, Shabbat ist ein Basenfundament. Shabbat, Arad Mishpacha, Kashrut, das sind die drei Fundamente, die unbedingt ein absolutes Muss sein sollen in jedem Haushalt. Kashrut meine ich damit nicht nur von Schäferfleisch und Fisch zu Hause kasher und draußen zerfällt sich überall. Nein.
Und es gibt welche, es gibt Stufen, Baruch Hashem gibt Stufen. Es gibt Fleisch und Fisch essen wir nicht draußen, aber Kipferl da und dort, Kornspitze und so weiter, da und dort, Pizza, nur Margarita. Okay? Thunfisch-Burger, Thunfisch sage ich hier, Fischmeck ohne Käse, Dati, no, so Käse mit Milch, mit Fisch. Okay? Sfaradim, ich kann das nicht, aber Mecki ist okay. Okay? Es gibt Stufen, aber Kaschut muss sein 100%. 100%. Teuer, nicht teuer, wieder ist diese Frage da von Emunah. Wieder ist diese Frage da von Vertrauen an Kadosh Baruch Hu. Ich habe dir gesagt, ist koscher. Ich habe dir das gesagt. Wenn du dein Geld dafür investierst, dieses Geld werde ich dir geben. Ich gebe dir dieses Geld, du kannst mich testen. Das ist nicht dein Geld, das ist mein Geld. Ich verlange, ich werde dafür bezahlen. Wir müssen nur wissen, dass er es tut. Sobald wir, es gibt welche, die wissen, aber es nicht tun. Es ist natürlich ein Kampf, es ist nicht einfach, das weiß die Tora. Aber man muss sich das aneignen, man muss es durchziehen, durchmachen, um es zu verstehen und dann hat man das in. Und dann braucht man diese Spionagegeschichte nicht. Wir müssen das nicht machen. Warum? Wir wissen, wenn er sagt, es ist Beton. Wenn er sagt, ich werde mich darum kümmern, ich kümmere mich darum. Wir haben das gesehen, alle kennen diese Geschichte mit David und Goliath. Gell? Was, kennt jemand die Geschichte von A bis Z? Gesehen, nur Stein und so, ja. War das Stein? Stein! Er war ein Riese, ich glaube 3 Meter groß war er, Goliath, so. Und David war ein kleiner Ginger, ursanft, so ein Fischer. Und Shaul HaMelech, König Shaul, hat gesagt, jetzt steht die Armee von Shaul und die Philister, Plishtim, mit Goliath. Freunde, die haben diesen Rambo, Goliath. Und er beginnt, über Gott zu lästern und Gott zu beschimpfen und Gott zu beleidigen. Ja, Gott ist das, er ist dies, er ist das, er ist komm, er soll gegen mich kämpfen, solche Sachen. Und das ganze Militär von Shaul, keiner hat genug was, Mut, gegen ihn anzutreten. Die sehen diese riesige Fresse, die er hat, er hat alles aus Stahl, er hat den Helm aus Stahl, überall alles Stahl, er hat ausgeschaut wie ein Fisch. Ja, er hat so eine Weste gehabt, ja, aus Stahl, aber das war so wie ein Fisch. So wie Schuppen, ja, schuppenmäßig. Das heißt, kompletter Schutz. Er war mit einem Schwert. Wer will sich gegen ihn kommen? Wer? Alle stehen, die Brüder von David. Eliab, er war ein richtiger Spartaner. Okay? Er war richtiger, so ein starker, ein Ritter. Die Brüder von David HaMelech, alle anderen, Shaul HaMelech, es hat nicht gemangelt an Helden. Aber keiner hat sich getraut. Sagt Shaul HaMelech, wer diesen Terroristen da besiegen wird, mir seinen Kopf bringen wird, dem gebe ich meine Tochter. Als Braut. Wer kommt? Darf ich? Die schauen ihm an, kommt mit Pyjama-Kasse, mit Flip-Flops, mit seiner Geige. Was willst du hier? Geh spielen. Geh mit Papa spielen, geh mit Transformers spielen. Geh Lego spielen, Kase. Geh mit Schafe spielen, du gehst mit Schafe unterwegs die ganze Zeit. Er sagt, ich will gegen ihn kämpfen. Er wird Gott beleidigen und ich werde hier ruhig sein. Ihr werdet hier ruhig sein, seid ihr wahnsinnig? Pazanchik! David, das ist kein Spiel, das ist nicht Sportfest. Geh nach Hause, das ist nicht Fangenspiel, das ist Realität hier, das kennst du nicht. Ich möchte das machen. Dann haben sie gesagt, okay, lass dir was. Er war jung, 16, 18. Dieser Anzug von Shaul hat sich hier damit angepasst. Nachholen. Aber er hat das am Endeffekt nicht wollen. Er kommt. Und war schon König und keiner wusste. Ja, aber er war noch immer David. Er ging mit seiner Steinschleuder, natürlich mit Emunah, mit Gott. Aber er war mit blind, er hat blind vertraut. Kadosh Baruch Hu weiß, wer gegen Kadosh Baruch Hu wendet, er weiß, von wem hat er gelernt? Von Pinchas. Wir werden bald lesen, Pinchas, was hat er gemacht? Er hat Mann und Frau aufgespießt.
Stimmt's? Kannst du dich erinnern? Er hat sein Leben riskiert. Wir haben letztes Jahr über viel darüber gesprochen. Wie, was, wo, wie viele Wunder ihm passiert sind. So wieder mal, ich wusste, jemand soll Gott beleidigen und ich soll ruhig sein? Jemand soll Gott mit Füßen treten und ich soll ruhig sein? Mapiton, das ist mein König, der wahre König. Nicht König alle 4 Jahre. Hier, jetzt haben wir wieder Wahlen. Nicht so, Chichiminchi. Das ist mein König, Kadosh Baruch Hu, Melech HaOlam. Ribono Shel Olam, das ist für dich. Es soll genau in die Adresse kommen, wo es kommen soll. Genau dort bitte. Ich mache das für dich. Wenn ich, mir ist egal, auch wenn ich sterbe, ich weiß, ich habe das richtig gemacht. So blind, blind, Emuna. Kommt, kommt er, bang. Na, fall mit, Seu. Weißt du, wer runtergefallen ist? Ja, warum? Damit schön ausschaut, der Fekase. Damit du, lieber Goliath, du Goy, dass du gegen Kadosh Baruch Hu gesprochen hast, dich vor David vorn hinbeugst. Und das ist der Zeichen, dass er König geworden wurde. Das ist der Zeichen, dass er König wurde. Er hat sich vor ihm verbeugt. Normalerweise, wenn du bekommst einen Stein, fliegst du nach hinten. Und er fliegt, fiel nach vorne. Warum? Damit du, Goliath, dich verbeugst vor dem König David, zukünftigen König. Und das kam von wem? Von wem? Er hat gesagt, ich brauche seinen Kopf, hat er gesagt, Shaul. Er nimmt sein Schwert, schneidet seinen Kopf, bringt ihn, Shaul, bitteschön, da hast du deine Trophäe. Oder es gab noch eine Geschichte mit David, wo die Philister kommen wollten und ihm einen Krieg machen wollten. Kadosh Baruch Hu sagte, David, ich gebe dir ein Zeichen. Du musst sehen, rechts von dir, neben dem Hügel, gibt es einen Baum. Und dieser Baum, sobald sich die Zweige bewegen, dann weißt du, du musst angreifen. Bis dahin nicht angreifen. Hör, die Philister kommen Tausende, Hunderttausende mit Schwerter so und Speer auf das jüdische Volk und sie stehen. Mein König, sie kommen näher. Er schaut, David sagt, Gott hat noch kein Zeichen gegeben. Mein König, sie sind ungefähr 50 Meter von uns. Wir müssen angreifen, sonst bleibt niemand übrig von uns. David schaut, noch nicht. 10 Meter. Ha, wir sterben jetzt. Er schaut auf den Zweig, noch nicht. 2 Meter steht 4 Amot geschrieben. 2 Meter Entfernung von der Spitze des Schwerts von dem Feind zum nächsten Juden. Auf einmal bewegt sich dieser Zweig, passiert in einer Sekunde, dieser Zweig bewegt sich. Er sagt jetzt, die sind dabei, nur anzugreifen, bevor sie Casino so machen. Alle sind gelegen tot. Kadosh Baruch Hu hat geschickt 2, 3 Engel, die haben rasiert alles. Gillette. Für was war das für David? Wow, geil, der Mapiton. David? Okay, wir können packen, gehen wir nach Hause. Das war für ihn normal. Er hat das sicher aufgenommen und so gemacht. Schau, schau, wie Engel ist zerfetzt. Mapiton. Und dann noch so gemacht. Gekillt. Mapiton. Das war quasi sicher. Jetzt wird es nur Frage der Zeit. Er hat gewusst, es muss jetzt passieren. Er war fix davon überzeugt, wenn er sagt, aus, da gibt es nichts zu diskutieren. Du machst dir Sorgen? Kadosh Baruch Hu sagt, wenn du Schabbat nicht arbeitest, wenn du Schabbat dein Geschäft zusperrst, ich kann nicht, ich habe Kredite zu zahlen, ich habe auch ein Geschäft gehabt. Man kann immer einen Weg finden, wenn man will. Wenn man seinen Hunger nach Geld und nach Reichtum etwas eindämmen würde, könnte, man kann, wenn man will, dann kann man das auch durchziehen. Weit kommen und so, das garantiert nur Hashem. Niemand auf der Welt kann dir garantieren, dass du weiterkommst. Niemand. Es gibt so viele Leute mit Matura, mit das, mit akademischer Grade, die sind Kellner. Kellner.
wo wir schlachten gehen, gibt es einen Ungarer, wenn du sehen würdest, wie er mit Messer umgeht, das ist einfach sitzen, Popcorn und zuschauen, wie er arbeitet. Wahnsinn. Wie er entfernt, es bleibt am Knochen nichts übrig. Kein Butter, man hat geschliffene Knochen ohne Fleisch. So entfernt er, macht er Pargiot. Ein Mensch macht, ein normaler Fleischer macht, wo er macht zwei Stück Pargiot, entfernen, macht er sechs. So ein Profi. Was war sein Beruf in Ungarn damals? Er war Diplom-Ingenieur für den Staat für Straßen. Er war ein Beamter. Er sagt, ja, Korruption da. Was bringt das alles? Wiederum Reichtum. Da noch, ich will noch. Der Ursprung sagt, na wozu? Wozu? Ich habe gesagt, es wird alles in Ordnung, es wird dir an nichts fehlen. Bitte, nicht suchen nach den reichen Khatan, sondern nach, ich weiß, bei uns ist es Baruch Hashem nicht der Fall in dieser Gruppe. Aber immer mit dem Gedanken sein, an erster Stelle, ich brauche einen, der was ein Mensch ist. Der was den Nächsten behandeln kann wie ein Mensch und nicht wie ein Knecht. Das ist das Wichtigste. Du hast eine Putzfrau zu Hause. Sie macht etwas. Es ist passiert. Dankeschön. Haben Sie was gegessen? Haben Sie was getrunken? Geht es Ihnen gut? Ein gutes Gefühl geben. Sie ist eben auch ein Mensch. Macht sie aber nicht gut. Und wisst ihr, es gibt welche, die machen Sachen, sie hat nicht gut gepustet. Ich darf gar nicht jetzt so machen. Sie ist eine Putzfrau. Was willst du mit? Das ist deine Schwester. Willst du jetzt mit ihr Prinzipgeschichte machen? Ja, passt nicht. Sag ich, oh, Entschuldigung, ihre Arbeit passt mir nicht. Fertig. Aber jetzt mit irgendeiner Beziehung aufbauen, auf Prinzip, auf Schranos, auf Dafka, market da. Das zeigt diese negative Seite beim Menschen. Und das ist auch hier. Die Kadosh-Buch sagt, ich verspreche euch, in Israel wird es solche Bomben gut geben. Der einzige Beweis, dass es so ist, so war und so bleiben wird, alle möchten Jerusalem haben. Nicht nur die Araber, nicht nur alle. Und das wird auch der Fall sein am Endeffekt. Der Krieg wird kommen nach Jerusalem. Und dort wird sich der Maschiach offenbaren. Jerazon. Dass wir, wenn wir wissen, in der Tora steht, dass wir, wenn wir es so machen, wird Kadosh Baruch Hu uns unterstützen, dann wird er das auch. Warum? Denn ich weiß es. Ich glaube nicht daran. Ich weiß es. Kadosh Baruch Hu sagt, du weißt es, ich werde so machen, dass du es, das ist für dich Normalität, ich werde es so machen, dass es auch für dich Normalität sein wird und ich werde dir immer unter die Arme greifen. Keine Wunder machen, sondern dir unter die Arme greifen. Sozusagen mit dir zusammen ein Kumpane sein in deinem alltäglichen Leben. Und das ist die beste Verbindung mit Kadosh Baruch Hu. Und die Eretzon, diese Verbindung nie und nimmer mit uns, mit mir und mit uns und Kadosh Baruch Hu reißen wird und immer fest beisammen wird. Amen, Amen.